kann ich mich da auch hinschleichen? Das wäre ja schön. Weil ohne die Fähigkeiten. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Vielleicht sollte ich diese Maschine ausschalten. Sie müssen ja alles dicht machen, bevor es schlimmer wird. Okay, wie schalte ich die aus? Zweifellos. Zum Glück betrifft das nur die oberen Gehaltsstufen. Joyce ist hier! Weiter! Hä? Wie? Wir erreichen ihn nicht! Ach, da! Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ja, hallo. Danke, danke. Weg, 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 weg. Oh. Da hat ein Feld um sich rum. What the fuck? Noch ein Gegner, richtig? Richtig. Ah, besiegt, okay. Sie waren also auf dem Weg zur Party. Was war Ihr Plan? Ich musste Dr. Emerald vor dem Ende der Anomalie finden und durfte nicht bemerkt werden. Was haben wir hier? So, war das gemacht? Was bringt mir das? Ich kann nicht raufklettern. Was bringt es mir, dass der da... Warum kann ich den... Warum kann ich den bewegen? Hm. Munition auffüllen und dann... Ich muss dorthin, aber... Hä? Warum mache ich das jetzt?
Hä, was soll ich machen? Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Noch nicht durchrennen. Flashen geht auch nicht. Er fährt wieder los. Hä? Soll ich gleich da raufspringen von da oben? Also da kann ich hochklettern, aber ich kann vielleicht da raufspringen von hier. Und hepp. Ist klar, da kann ich draufklettern, aber naja. Oh. Was ist denn hier? Das ist der einzige Tunneleingang, den Joyce hätte benutzen können. Sichert den Ausgang. Ich gehe allein. Sir, sicher, dass Sie keine Unterstützung wollen? Wir haben gesehen, wozu Jack in der Lage ist. Ich bin der Einzige, der ihn aufhalten kann. Wenn er es zum Festland schafft, verlieren wir ihn. Sichert den Ausgang. Tja, ich bin nicht dort rausgekommen. Hallo, Entschuldigung, kurz durch. Da muss hier irgendwo sein. Ich muss sie finden, bevor die Anomalie endet. Sir. Ich weiß, er hat es mir bereits erklärt, aber nur zur Bestätigung. Mr. Hatch will wirklich, dass ich auf ihn schieße. Er will, dass du auf ihn schießt und er will, dass es echt aussieht. Danach gehst du wie besprochen raus, misch dich unter die Leute und alle werden denken, dass du nur auf das reagierst, was gerade passiert ist. Der tote Winkel, den du brauchst, ist bereits vorbereitet. Ich kenne den Plan, ich verstehe ihn nicht. Du musst ihn auch nicht verstehen. Du musst es nur machen und die Klappe halten. Das ist deutlich über deiner Gehaltsklasse. Ja, Sir. Er hat das Attentat auf sich selbst eingefädelt? Was zum Teufel? Aha. Schockierte SMS. Verdammte Scheiße. Jemand hat auf Hatch geschossen. Ich habe keine verschissene Ahnung, was hier abgeht. Anrufe gehen nicht durch. Melde dich bei mir und sag mir, ob du okay bist. Okay. Ein Verräter hat während der Rede von Mr. Hatch auf ihn geschossen. Ich gehe davon aus, dass es Beth Wilder war. Wir wissen beide, dass sie es nicht war. Hatch wollte Monarch durcheinander bringen. Was ist die beste Möglichkeit, Schuld von sich zu weisen? Selbst Opfer zu sein. Ganz ruhig bleiben. Hey! Alles okay.
Ich bin's. Mein Gott. Sieh dir das nur an. Hoffe, das ist dein Stil. Diese Leute haben keine Ahnung, dass ich Paul Teil im Vergnügungspark zerschossen habe. Ja, aber Monarch weiß es. Ich glaube nicht, dass meine Tarnung hält. Tja, also, das wird für den nächsten Schritt eh nicht notwendig sein. Okay, Dr. Emerald hält sich hier irgendwo in der Villa auf. Schnappen wir sie uns. Mit etwas Glück schaffen wir es unbemerkt wieder raus. Okay, du gehst vor. Okay, aber warte kurz. Hier ist noch eine Granatquelle. Nun, und was haben wir denn hier? Hier ist für das Cocktailstäbchen. Wir müssen zum Büro von Dr. Emerald. Schale in den Marfa, diese Anomalie kann jede Sekunde kollabieren. Ja, ja. Machst du dir das nichts weiter, ne? Nee. Ich komm ja schon. Was machen wir, wenn wir sie haben? Außerhalb der Villa ist eine Anlegestelle. Okay, das kriegen wir hin. Warte kurz. Von Bruce Livingstone. Mein Drehbuch Teil 2. Nein. Nein, das Drehbuch. Okay, weiter geht's. Hallo Sophia, ich habe noch immer keine Antwort auf die erste Hälfte des Drehbuchs von Ihnen erhalten, aber ich bin erst mit der zweiten Hälfte fertig und schicke Sie ihn einfach mal. Lassen Sie mich wissen, was Sie davon halten. Messer der Zeit, geschrieben von Bruce Livingstone, Akt 2. Gerade wurde Bruce bester Freund von seinem Boss Paul Marine umgebracht. Bruce hat jetzt das Messer der Zeit, das Ding durch die Zeit schickt, wenn er sie damit sticht. Er geht auf Paul Marines Hochzeit, um dessen Freundin Sophie zu sagen, dass sie ihn nicht heiraten soll, weil er ein wirklich beschissener Typ ist. Internationales Hochzeitsgebäude, Tag. Es ist eine Hochzeit. Paul Marine und seine Freundin Sophine ja, wollen heiraten. Sophine ist wirklich attraktiv. Wenn die meisten Frauen ein Schinkenbrötchen sind, ist sie ein Filetsteak. Bruce betritt das Hochzeitsgebäude. Bruce, stopp! Sophine, Bruce, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Du kannst Paul Marine nicht heiraten. Er ist ein echt beschissener Typ. Er lügt! Tu ihn nicht. Er hat meinen besten Freund mit Zeitkugeln getötet. Aber das ist unmöglich. Zeitreisen gibt es doch nicht. Das ist genau das, was sie wollen, dass wir glauben. Aber ich habe ein Messer, das auch eine Zeitmaschine ist und Maschen durch die Zeit schickt, wenn ich es ihnen reinramme. Ich möchte dir glauben, aber das macht alles keinen Sinn. Ich werde es dir beweisen. Bruce schnappt sich Sophiens Mutter. Hier ist etwas Geld für Lotterielose. Bruce gibt Sophiens Mutter etwas Geld für Lotterielose. Er sticht mit dem Messer auf sie ein. Sanft. Nicht gewalttätig. Nur so viel, dass sie durch die Zeit reist. Sie verschwindet. Sophiens Mutter betritt das Hostessgebäude. Sie trägt jetzt andere Kleidung. Sophiens Mutter. Er hat recht. Er hat sanft mit dem Messer der Zeit auf mich eingestochen und ich wurde in die Vergangenheit zurückgeschickt. Er hat mir auch etwas Geld gegeben, mit dem ich Lotterielose gekauft habe, von denen ich wusste, sie würden gewinnen. Und jetzt habe ich 1 Million Dollar. Du hast meiner Mutter geholfen, reich zu werden. Danke, Bruce. Du hast mich in dem Moment reich gemacht, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Reich in meinem Herzen, mit Liebe. Ich habe dich immer mehr geliebt, aber Paul Marine und ich sind bereits verheiratet. Du kommst zu spät. Tut er das wirklich? Der Traufahrer reißt seine Maske vom Gesicht. In Wirklichkeit ist er George Washington. Was? George Washington? Bruce wusste, ihr würdet heiraten. Deshalb hat er sich selbst das Messer reingerammt und ist in die Vergangenheit gereist. Dann hat er mich eingestochen, damit ich in diese Zeit geschickt werden würde. Dann habe ich so getan, als ob ich der Traufahrer für diese Hochzeit wäre. Aber ich bin überhaupt kein Fahrer und deshalb ist diese Hochzeit nicht offiziell. Das hast du alles für mich getan? Ja, ich habe auf George Washington eingestochen, weil ich dich liebe. Außerdem war er der Mann, den du beinahe gerettet hattest, nicht Paul Marine. Paul Marine hat seine Maske ab. Es ist Slobo, Bruce' bester Freund. Das ist in Wirklichkeit eine vorgetäuschte Hochzeit. Ich habe Slobos Leben gerettet und sich als seinen Freund verkleiden lassen, damit das hier alles echt wirkt. Aber eigentlich wäre es ein Test, um zu sehen, ob wir füreinander vorbestimmt sind. Die einzige Sache, die vorbestimmt ist, ist dein Tod. Sophie ist zieht eine Pistole. Sind ihre Maske ab? Es ist der wahre Paul Marine. Aber wie? Ich bin in die Vergangenheit gefolgt. Dafür habe ich meine Zeitkugel verwendet. Dort habe ich deinen Plan entdeckt, also habe ich Sophien bereits in der Vergangenheit geheiratet. Sie wollte nicht, dann habe ich ihr aber dieses Baby gezeigt.
Frau und zeigt ein Baby. Ich habe ihr gesagt, dass dieses Baby nicht kennt, unser Baby, das in Zukunft ist und dass ich Zeitpunkt genutzt habe, um mit dem Baby zurück in die Vergangenheit zu reisen, um es ihr zu zeigen. Damit wir in der Zukunft zusammen eine Familie haben, weil in Wirklichkeit ist das ein Baby, das ich gestohlen habe und das überhaupt nicht meins ist. Wessen Baby ist es dann? Die echte Sophie nimmt den Raum. Sie trägt ein zukunftsmäßig aussehendes Hose und Bluse. Unseres. Bist du Sophie aus der Zukunft? Ja, du verstehst alles immer so schnell. Ich bin in die Vergangenheit gekommen, um dir zu sagen, dass du und ich in der Zukunft heil gereitet haben werden, Bruce. Wir hatten ein sehr aktives und äußerst befriedigendes Sexualleben, das zu der Geburt unseres Zukunftskinds aus Eurogay geführt hat. Das ist das Baby, das Palmer in seinen Arm hält. Er hat unser Baby gestohlen. Aber warum? Palmer hat unser Baby gestohlen und ist dann in die Vergangenheit gereist, damit er das Baby als Lüge benutzen kann, um mein jüngeres Ich dazu zu bringen, ihn anstatt dich zu heiraten, indem er sagt, dass dies nämlich das Baby ist, das er mit mir in der Zukunft haben wird. Mein Ich in der Vergangenheit glaubt ihm und deshalb habe ich Palmer geheiratet und werde niemals dich heiraten. Amen! Es ist vorbei, Bruce. Wir sind verheiratet. Bis dass der Tod euch scheidet. Bruce zückt das Messer der Zeit. Pomerine zieht seine Pistole mit den Zeitkugeln. Sie haben den besten Kampf, den es jemals in einem Film gab. Am Ende hält Bruce Pomerine das Messer an den Hals. Die Entscheidung stand auf Messerschneide. Bruce hebt sein Messer, um Paul die Kehle durchzuschneiden. So leicht bekommst du mich nicht. Pomerine zielt mit der Pistole auf sich und schießt 30 Mal. Das Magazin ist größer als bei einer normalen Pistole. Paul verschwindet, aber dann betreten 30 Pomerines den Raum. Ich habe 30 Mal auf mich geschossen, damit ich in viele verschiedene Zeiten geschickt werde. Was bedeutet, es gibt mich jetzt 30 Mal und jetzt werden wir dich alle töten. Das bedeutet, dass jeder Einzelne von euch eine Kugel in sich trägt. Natürlich, aber ich habe darauf geachtet, nur auf Stellen zu schießen, an denen keine lebenswichtigen Organe sind. Nachdem wir dich getötet haben, lassen wir die Kugeln entfernen. Pech für dich ist nur, dass ich von der Zeit zurückgereist bin und eine elektrische Ladung an jeder Zeitkugel deine Pistole was angebracht habe. Ich habe mit diesem Auslöser in meiner Hand die Kontrolle über die elektrischen Ladungen. Nein! Doch, ein richtiger Schock. Bruce drückt auf den Auslöser. Alle Pomerines werden von ihnen unter Strom gesetzt. Ihre Haut platzt überall auf, wie bei Würsten, die man zu lange auf dem Grill lässt und die deswegen überall aufplatzen. Alle Pomerines sterben. Betrachte das als meine Kündigung. Gugu Gaga, oh yeah! Gott schütze Amerika. Bruce und Sophie machen rum. Sophie wartet einen Moment, bis das Publikum aufgehört hat zu applaudieren, bis sie ihre nächsten Zeile sagt. Glückwunsch, du hast den Test bestanden. Welchen Test? Wir hielten dich schon für immer für den Auserwählten. Also sind wir in die Vergangenheit gereist, um dich zu testen und um sicher zu gehen. Jetzt glauben wir, dass du bereit bist, gegen den ultimativen Superschurken aus der Zukunft zu kämpfen. Okay. Wer ist dieser ultimative Superschurke? Sein Name ist Pomerine. Aber ich habe Pomerine doch gerade getötet. Nein. Der Pomerine, den du die ganze Zeit gekannt hast, war nämlich ein Schauspieler aus der Zukunft, der bezahlt wurde, Pomerine diesen Test zu spielen. Der wahre Pomerine ist ganz genauso, aber er lebt in der Zukunft. Er war ein Schauspieler. Das bedeutet, mein Job war auch nicht echt. Ja, das ist der einzige Grund, weshalb du für so viele Jahre einen so niedrigen Posten hattest und niemals befördert wurdest. Und es auch so schien, dass die Leute dir nicht den Respekt zollten, den du eindeutig verdienst. In Wirklichkeit bist du der Auserwählte. Jetzt macht alles Sinn. Wir müssen in die Zukunft reisen. Bist du bereit? Scheint, es wird Zeit, es herauszufinden. Bruce setzt seine Sonnenbrille auf. George Washington schwenkt eine amerikanische Flagge. Ende des Films. Bruce Savage wird zurückkehren im Messer der Zeit. Die Abrechnung. Oh Mann, das ist... Ey, wie kann man so verrückt sein und solche Geschichten erfinden, ja? Ich hoffe wirklich, dass der verfilmt wird. Der muss verfilmt werden, der Film. So schlecht, wie der ist. So, was haben wir hier?